Hallo zum zweiten Kapitel Schnelleinstieg mit Control 2. Das ist dieser 2-Port USB RDNet Controller. Zuallererst starte ich mal das Programm. Der erste Blick geht dann immer an den unteren Bildschirmrand. New Session. Ich bin aktuell disconnected. Kein Controller angeschlossen. Und offline. Dann stecke ich den Controller ein. Und links steht Connected 1 in Klammern USB. Das können wir uns nochmal genauer angucken. Über das System-Menü Controls List kommt die Controller-Liste. Alle angeschlossenen Controller, aktuell einer, über USB, sieht man hier in grün. Dann klicke ich auf Scan Devices und der Lautsprecherregistrierungsprozess startet. Das dauert einen kleinen Moment. Dann tauchen die Lautsprecher auf dem Bildschirm auf nach dem Countdown. Hier sind sie, zwei DVA-T8. Kann ich hier über dieses Pfeilmenü aufklappen, sehe dann Lautsprecherdetails wie Temperatur und Amp-Status, kann einzelne Amp-Wege muten. Klappt das wieder zu, jetzt sehe ich hier gelbe Warnung, EQ-Sync. Der Lautsprecher hat noch Werte drin, die möchten wir überschreiben mit den aktuellen Werten der Software. Dafür klicke ich einmal auf Synchronize. Die Bestätigung kommt. Wenn ich jetzt Filter setzen möchte, markiere ich die Lautsprecher, mache einen Rechtsklick, gehe ins Grobsmenü, New. Die farbliche Markierung in Blau erkennt man dann deutlich, dass eine Gruppe gesetzt ist. Hier kann ich jetzt filtern, wie ich möchte. Das Video hier ist nur als Schnelleinstieg gedacht, deswegen zeige ich als nächstes, wie man das System wieder verlässt. Dafür gehe ich oben in der Menüleiste, Status, Dropdown-Menü auf Offline. Ziehe den Controller ab, schließe das Programm, speichere nicht und weiter geht's in Kapitel 3 mit dem Control 8.